Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu World of Fishing. Ja, wie gesagt, ich bin wieder rausgeflogen aus dem ganzen Kladderadatsch. Das liegt nicht am Spiel, das liegt an mir, weil ich hier rechts auf meinem Monitor was laufen habe. Und ich hatte gedacht, mein i7 schafft das, aber es schafft es leider nicht. Nichtsdestotrotz bin ich rausgeflogen mit dem Anschlagen. Das hat auch was damit zu tun, dass ich zwei Monitore habe und der meint jetzt, ich habe eine große Arbeitsfläche und wenn ich dann rübergehe, ich habe jetzt nochmal umgestellt auf Vollbildmodus und kein Fenstermodus, aber ich habe jetzt in der Zeit andere Dinge noch entdeckt und schaut mal hier, was es hier alles gibt. Es gibt eine Lotterie, es gibt ein Aquarium, es gibt einen Fischtank, es gibt Fischwiki, Quest, es gibt Guide, man kann Gilde gründen, man kann Freunde finden. Also hier gibt es echt verdammt viel. Ich kann mir ein Basis-Aquarium kaufen, ich kann mir ein Shell-Aquarium kaufen, Vorschau. Hier, das ist mein Aquarium, da kann ich dann Fische reinsetzen, wahrscheinlich, die ich selber habe. Und schaut mal, wie schön das aussieht. Oh, ich kann das kaufen. Ich weiß gar nicht, wie teuer wäre das. 2 Millionen. Oh, ho, 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 ho. So viel habe ich gar nicht. Ich habe 10 Millionen. 10.000. Aber all das hier ist möglich in dem Spiel. Und ich bin echt beeindruckt. Und ich möchte auf jeden Fall die Hilfe ausstellen. Dann habe ich entdeckt zum Beispiel... Können wir mal hier durchgucken. Also Freunde, Postfach, Ausrüstung. Ausrüstung. Gegenstand Upgrade. Wir hatten doch irgendwas mit Skill eben gesehen, ne? Meinten die mit Skill vielleicht, dass ich wieder einen Skillpunkt vergeben kann? Ich bin mir da gar nicht sicher. Was haben wir denn hier noch zum Beispiel? Achievements, Fischtank. Fischtank ist ja das, hatte ich ja gerade offen. Die Fische, die ich drin habe, ich habe jetzt die Möglichkeiten, alle zu verkaufen oder ins Aquarium zu schicken. So habe ich es zumindest verstanden. Wir verkaufen jetzt mal und gucken mal einfach, was wir dafür bekommen. Moment. So, den möchte ich jetzt mal verkaufen, ne? Also verkaufen. Was bekommen diese ausgewählte Fisch? Werden für 142 Sheldies verkauft. Okay. Ja, das geht eigentlich. Also der Gewinn ist nicht schlecht. Ich wähle jetzt mal alle aus, weil ich will die ja alle verkaufen. Ich hatte da eben ein Becken für alle. Also... Ah, hier kann ich alle erwählen. Wow, toll. So, und alle verkaufen. 428 bekomme ich dafür. Sehr schön. Okay. So, dann habe ich meinen Verdienst sozusagen raus. Wir können ja nochmal schauen. Ich müsste jetzt rein, theoretisch, wo sehe ich denn jetzt meine Kohle? Lotterie, Quest, Postfach, Ausrüstung. Genau. Also ich habe jetzt hier ein bisschen dazu bekommen. Ich habe jetzt mit 10.000 gestartet. 570 haben wir dazu bekommen. Das passt ja. So, was ist denn Upgrade hier? Hier gibt es so viel zu entdecken in dem Spiel. Also das ist nicht mal eben so ein Larifari-Modus von Facebook. Das ist schon, steckt da was dahinter. Fischtank hatten wir ja gerade, das war der. Okay. Im Übrigen kann ich 12 Fische reinpacken. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Hier, 12 Fische, 15 Fische bis 15 Kilo. 12 Kilo dürfen da rein. Der Shop, da war ich gerade jetzt schon, also das ist der Spiele-Shop. Es gibt auch einen richtigen Shop, da kann man denn für 4,99 € 15.000 Perlen. Das sind in der Tat jetzt also Perlen. Ich weiß nicht, ob wir die Perlen noch irgendwie bekommen. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber das ist hier der Perlen-Shop auf jeden Fall. Es gibt aber auch einen Shop, der geht denn wahrscheinlich nur gegen Shells. Was sind denn Shells? Shells sind das hier, ne? Genau. Das sind die Shells. Die kann man denn hier kaufen halt. Alle Shells Minimum Level. Keine Ahnung. Nein, dann können wir hier auf jeden Fall schauen, dass wir uns hier neue Kleidung kaufen. Aber ihr seht es hier, gegen Shells gibt es glaube ich gerade gar nichts. Oder ob das links ist. Hier können wir auf jeden Fall günstiger Köder, der besonders gut für kleine Fische geeignet ist. Ich weiß nicht, wie viel Köder wir mitnehmen müssen. Das ist meine Frage. Da war ich nämlich gerade die ganze Zeit drauf am Spekulieren und am Schauen. Hier ist mein Charakter. Hier ist mein Boot. Muss ich das eigentlich auch mal reparieren? Ich würde gerne mal meinen Fischtank aufwerten. Stufe 1. Maximal Fische 20. Maximal 40 Kilo. Dann haben wir Charakterstufe 10. Ach, die werten sich automatisch auf. Okay. Und hier kann ich wahrscheinlich noch einen zweiten Fischtank reinsetzen und kaufen.
Treibstoffreservoir kann ich mir kaufen, haben wir ja gesehen. Steuereinheiten. Also man kann das Boot dann noch individualisieren. Hier sind Werte. So, wir haben ja gesagt, wir haben verbleibende Punkte 10. Wir haben doch eben schon mal vergeben. Oder kriege ich jetzt wieder 10 dabei? Ich kriege jetzt wieder 10 dabei. Dann werde ich jetzt hier 5 in Ausdauer setzen. Und wieder 5 in Stärke, ne, haben wir gesagt. Genau, 5 in Stärke. Bam. Bestätigen. So, dann haben wir nämlich jetzt eben den Skillpunkt wieder, den wir bekommen haben, wieder dazu. Und jetzt haben wir hier, erhöhen wir unseren Schaden hier und das Schwingen ebenfalls, ne? Also das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das im Auge behalten. Ausrüsten. Wo haben wir denn hier was extra ausrüsten? Ich kann hier nichts aufrüsten. Aufrüsten, ausrüsten. Ich habe aber hier so ein Ding, da kann ich, hier steht zum Beispiel Doppel- oder Rechtsklick, um den Gegenstand zu benutzen. Sie erhalten zufällig gewählten Gegenstand beim Gebrauch dieses Gegenstands. Okay, komm, mach erstmal Doppelklick. Dann muss ich das wahrscheinlich zumachen, oder wie? Nee, doch nicht. Mein Inventar kriege ich mit I auf. So, also Doppelklick. Fortuna, bitte geben Sie eine Anzahl der Überraschungsboxen an, die Sie öffnen möchten und klicken Sie auf Bestätigen. Ja, wie viel kriege ich denn davon? Was denn jetzt? Verwendbar Doppel- oder Rechtsklick, um diesen Gegenstand zu benutzen. Sie erhalten einen zufällig gewählten... Ja, also einen will ich da haben, ne? Oder kann ich jetzt... Ich will einen haben. Was soll denn das? Oder kriege ich jetzt mehrere? Ne, einen will ich haben, ne? Komm, machen wir einen. Ach, jetzt muss ich ja noch hier Lotterie machen, oder was? So, was habe ich gekriegt? Ich hätte aber lieber Red Bull gehabt. Ich, irgendwie Geld soll ich da jetzt dazu gekriegt haben. Da ist Money. Boah, guck mal. Verwenden des Gegenstands nicht möglich. Bitte prüfen Sie Ihre Gegenstandsinformation. Was soll denn das jetzt? Ich will mir... Hä? Mittleres Geld, verkaufen Sie es im Shop, um 10.000 Shells zu erhalten. Aha. Oh, Moment, da muss ich jetzt wieder in den Shop reingehen. Aber wie kriege ich... Seacoins? Seacoins habe ich ja eigentlich auch. Ich habe ja einen Seacoin. Ach, guck mal, da können wir uns hier zum Beispiel was holen. Ah, warte mal, Moment. Alaska Angelgenehmigung. Ach du Scheiße, die kosten doch noch Seacoins. Ich werde verrückt, Mann. Meine Freunde, ist das hier ausgereift? Wie verkaufe ich denn jetzt den Schrott da? Ich will ihn jetzt verkaufen. Ja. Jetzt habe ich den für 10.000 verkauft und habe direkt 20.000 bekommen. Ja, nicht schlecht, ne? Also, so kann es weitergehen. Dann kommen wir auch schnell an unsere Punkte und an unsere Kohle. Aber das nutzt uns ja nichts, wenn wir hier gegen Shells nichts bekommen. Außer hier Angelzeugs und so, ne? Der kostet 10.000. Sollen wir uns den einfach mal kaufen, den Level 1er Haken? Ich meine, wir haben denn 30 Stück davon, ne? Wenn wir den kaufen, dann wird unsere Stärke um 10 erhöht. Also das ist eine Überlegung, die sollten wir uns jetzt echt mal überlegen, ne? Der kostet aber nur 300. So, aktuell kleine Shrimps haben wir. Sehr einfach Köder für kleine Schilder. Teurer als die anderen Wattwürmer, aber dafür am effektivsten unter den Wattwürmern. Also der ist am effektivsten, ne? Das ist ein roter Wattwurm. Und das sind die normalen Wattwürmer. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen meinen, den ich habe, und denen, den die anderen haben? Effektiv. Ist ein sehr einfacher Köder. Ich kaufe jetzt einfach mal hier den für 300. Die 30 Stück für 300 kaufen wir. Wenn, dann lassen wir uns hier nicht lumpen. 30 Stück kaufen wir. Jawohl. Zack. So, den haben wir jetzt im Inventar und wir hauen Dreck. Sollen wir die 10.000 jetzt verbraten? Nee, das will ich jetzt nicht machen. Lass das mal. Wir sparen auf einen größeren Motor natürlich auf unserem Schiff hier. Ah, das ist so herrlich, das Spiel eigentlich.
Das verdient eigentlich auch mehr Aufmerksamkeit, aber wir haben so viele Spiele mittlerweile, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich weiß bald nicht mehr, was spielt. Es kommt noch Factorio diese Tage und so weiter und so fort. Aber wir werden jetzt erstmal in dieser Folge Schluss machen. Hier müssen wir auf jeden Fall drauf sparen, auf diesem Treibstoffreservoir. Und das sind die Fischtanks. Und die kann man leider nur kaufen gegen richtiges Geld. Aber mal schauen, wie mir das Spiel so zusagt. Verbrauchsreduzierer. Dieses Bootserweiterung verringert ihren Treibstoffverbrauch für Charaktere aller Level benutzbar. Dieser Gegenstand kann aufgerüstet werden. 100.000. Also wir müssen jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen angeln. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Und ihr seht es, meine Freunde, wie viel eigentlich hier letztendlich hintersteckt. Und hier seht ihr, kriegen wir Treibstoff. Ja, also es macht wirklich Sinn, mittlere Ausdauertrank und so weiter und so fort. Es macht mal Sinn, hier reinzuschauen. Wir machen natürlich noch ein bisschen mehr Folgen und ich glaube, wir machen aus dem Gameplay aus 12 Folgen eine längere Sendung, denn das Spiel macht mir hier wirklich, wirklich Spaß und deswegen machen wir mal schauen, je nachdem, wie es bei euch ankommt. Wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, dann spielen wir weiter und wenn nicht, dann warten wir. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.